Es begann am 1. Juli nachmittags in Angers mit einem Prolog gegen die Uhr. Zeitfahren. Die Helden geben ihre Visitenkarte ab. Die Akteure unterscheiden sich nach Rollen, Funktionen, Klassen. Da sind die Direktoren, Organisatoren, Techniker, da ist die Gefolgschaft, Presse, Rundfunk, Fernsehen, da sind schließlich die Hauptdarsteller, die Heroen der Straße. Die Mannschaft und die Stimmung sind gut, sagt der Franzose Aymar, der für den deutschen Rocado-Stall fährt. Das ist meine 8. Tour. Während die Stars gewogen, gemessen, auf Herz und Lunge geprüft werden, läuft das Spiel um Prestige und Rivalität. Etwa zwischen Luis Ocaña und dem Superstar Eddy Merckx. Eddy hält Hof, eine Callas der Pedale. Sonntag, 2. Juli. Start zur ersten Etappe. Vorher noch Gruppenbild ohne Damen. Damen haben nur die Funktion von Ehrenjungfrauen. Das sind die Heroen der bestbezahlten Equipe. Mailänder Salami finanziert sie. Das sind die Muskeln der Heroen aus dem Stall Salvarani. Italienische Kücheneinrichtung bildet ihre finanzielle Basis. Überall, wo die Tour de France passiert, sagt Direktor und Tourvater Jacques Godet, ist es wie am Nationalfeiertag. Wenn die Tour kommt, ist ganz Frankreich aus dem Häuschen. Die Tour ist abgefahren, lautet die Schlagzeile des Tages. Auch die Maschinerie von Presse, Funk und Fernsehen kommt auf Touren. Zum 59. Mal läuft die Tour de France, die große Schleife, das längste, schwerste und härteste Straßenrennen der Welt für Berufsradrennfahrer durch Frankreich. Jetzt fahren die Ersten hier ins Stadion herein und Publikum begeistert geht vor den Rängen hoch. Eddy Merckx unter den Ersten, aber wir gewinnen, Cyril Guimard. Saint-Brieuc, Ziel der ersten Etappe. Start am nächsten Tag um 10 Uhr. Die Journalisten jagen nach Live-Informationen für ihre Radiohörer zu Hause. Allen voran Luc Varenne, Schnellsprecher aus Brüssel. Zum 25. Mal kommentiert er die Tour. Merckx ist ein Unglück. Natürlich, wenn man von der Konkurrenzmannschaft ist. Auch für Luis Ocaña. Dieses Jahr Toursieger oder nie, lässt er die Journalisten wissen. Die Wetten Ocaña Merckx stehen 50-50. Bei den Rocados fahren einige ihre erste Tour. Hier steht Rolf Wolfsohl, der sich bisher über seine Mannschaft nicht beklagen kann, die wirklich alle Erwartungen erfüllt, Rolf. Ja, wir erhoffen uns hier auf den Flachetappen irgendwann mal einen Sieg durch Gerben Carstens. Gerben war schon gestern sehr nahe daran, einen Sieg zu erringen. Die Reporter sind sich einig, diese Tour hat extrem viele und schwere Bergetappen. Wichtigste Frage bis jetzt,
wird sich das Duell aus dem Vorjahr Merckx-Okanja wiederholen. Doch, ja, aber nur rein. Das ist Eddie Merckx. Der Reporter von Rai, wir berichten vom Zieleinlauf Saint-Jean-de-Mont am Atlantik. Und jetzt fegt das Feld dort hinten heran, der dichte Pulk jagend die sieben Fahrer, die immer noch vielleicht 50 oder 60 Meter Vorsprung gerettet haben, aber der Pulk schießt heran, schiebt sie da vorne. Fahrer nebeneinander, aber die Ausreißer sind noch vorne. Und Van Kloster spurtet und fightet. Und jetzt kommt Meissens nach vorne geflogen. Guarnazzini überholt ihn. Van Kloster ist dann Zweiter. Und Jürgen Schaan ist auf dem vierten Mann. Und Givar gewinnt diese Meissens Etappe. An zweiter Stelle von Marke und auf Platz 3 Verbeek. Alors que vous voyez particulièrement Noël Van Kloster en complètement. Was den Deutschen uns Uwe Seeler, ist den Franzosen ihr Poupou. Raymond Poulidor. Unter die Sportler, Techniker, Journalisten mischen sich auch Bosse und Manager der Industrie, die Geldgeber, die Preisspender. Unsere Schokoladenfirma stiftet seit Jahren die Bergpreise, insgesamt 34.000 Francs. Neben den Hauptpreisen für das gelbe, grüne und weiße Trikot gibt es noch ein Dutzend weiterer Preise und Prämien. Zum Beispiel 20.000, 6.000. Die ersten 1.000 Kilometer liegen hinter uns. Mit dem Feld, dem Peloton, wälzt sich die Lawine der Organisatoren, Polizisten, Techniker, Journalisten, Manager weiter. Die Tour de France, definiert Félix Lévitant, ist eine Armee auf dem Vormarsch. Cyril Guimard sucht eine gute Ausgangsposition. Jetzt hat man Gode Brot dort unten den Weg nicht gemacht. Bordeaux in Sicht. Abends trifft man sich bei La Pébi. Prost, mein Junge, hast du dein Magazin gemacht? Jawohl, ja. Prost, mein Kleiner. Schön, natürlich ist Merckx der beste Mann in der Tour. Aber mit dem Franzosen Cyril Guimard ist auf jeden Fall noch zu rechnen. Alles Leute hier, die zur Tour gehören. Der Besitzer des Lokals La Pébi war selbst einmal ein berühmter Sechstagefahrer. Sechs Tage. Wie war dir dem lieb? Das machen nur die Beine von Carla. Madame und Monsieur Jacques Anquetil, ich bin stolz auf seine 5 Toursiege, aber noch stolzer, dass er jetzt bei mir bleibt. Stimmt eigentlich auch bei den weniger bekannten Fahrern die Kasse, möchte man wissen. Das ist schwer zu sagen, weil man die Bräuche nicht kennt, aber Eddie ist klug genug, um seinen Mannschaftskameraden reichlich zufließen zu lassen, damit die Jungs nämlich immer für ihn fahren. Denn Eddie ist nicht wahr. Ist nicht wahr? Man sagt das immer. Aber Eddie behält es für sich? Natürlich. Alles? Kennen Sie Eddie Merckx nicht? Der nächste Tag beginnt fast traditionell als Spazierfahrt. Am Mikrofon Werner Zimmer. 205 Kilometer liegen heute für 127 Fahrer zwischen Bordeaux und Bayonne. Die Etappe durch die Lande ist traditionsgemäß nicht sehr bewegt, denn entweder haben die Fahrer gerade die schweren Pyrenäen-Etappen hinter sich und wollen wieder Kraft sammeln, oder aber sie rüsten zum Kampf mit den Bergen. Ein gutes Stück vor dem Rennen fährt das Showbusiness seine Tour. De Blivet, le carousel motocycliste du dentifrice au goût sauvage. Bayonne. Die erste Woche geht zu Ende. Die Tour hat ihren ersten Ruhetag. Die Popo, die tut manchmal weh. Man glaubt es gern. Täglich sind die Masseure in Aktion. Ja, die Muskeln, das ist die Hauptsache von einem Radrenner. He? Die zweite Hauptsache ist sicher das Geld.
Einer der Geldgeber ist Robert Karl, Dortmund, Herr über den Rocado-Stall. Karl leistet sich das teure Hobby des einzigen deutschen Profi-Rennstalls. Warum? Zunächst einmal habe ich festgestellt, dass wir in Deutschland praktisch keine Chance bzw. Chancen für den Nachwuchs haben. Das heißt also Amateure, die bereit sind, aus dem Amateurlager Profi zu werden. Nur im Ausland werden sie eine solche Möglichkeit finden. Also galt es für Karl und seine Rennstallleiter, eine Equipe zusammenzukaufen. Welche Verträge schließen Sie mit den Fahrern ab? Ein Fahrer hat in der Regel einen Zwei-Jahres-Vertrag, insbesondere die jungen Fahrer, damit also gewährleistet ist, wenn er ausgebildet ist, zumindest auch noch ein Jahr in der Ausbildung, in der weiteren Ausbildung für den Rennstall tätig zu sein. Der Fahrer erhält ein Grundgehalt, das ihn von allen wirtschaftlichen Nöten freistellt. Davon kann er sicherlich leben. Darf man fragen, wie hoch ist zum Beispiel ein Gehalt für einen Fahrer? Das Durchschnittsgehalt eines Rennfahrers beträgt rund 2000 Mark monatlich. Stars verdienen natürlich das Zigfache. Am Ruhetag gibt auch Eddie Merckx ein Interview. Was ist für Sie das Wichtigste? Das Wichtigste ist meine Familie, mein Zuhause. Was kostet nun die Muskelpracht einer ganzen Equipe? Es schwankt rund zwischen 500.000 Mark, es kann auch 1 Million pro Jahr kosten, aber das hängt insgesamt damit zusammen, wie viele Preise von der Mannschaft hereingefahren werden. Der erste Tag in den Pyrenäen. Auffahrt zum Col d'Aubisque. Es ist bitterkalt. Katsch wünscht einen schönen Tag ohne Insekten. Kein Pass, weder Regen noch Nebel schreckt die Werber. Der Col ist 1700 Meter hoch. Oben beträgt die Sicht stellenweise knappe 20 Meter. Es ist wahr, bei solchen Strecken habe ich immer Angst, sagt Luis Ocaña, der sich in den Bergen den Toursieg holen will. Dies wird sein Unglückstag. Unser Tacho zeigt 60, 70, 80. Wieder eine scharfe Linkskurve. Ein Mann im Trikot von Bic, der Mannschaft von Ocaña. Er sollte Fahrt machen für den Mannschaftskapitän, der selbst gestürzt war. Klinikdiagnose: Schädelbasisbruch. Das Rennen geht weiter. Alain Santy, schreiben die Reporter, der Märtyrer der Pyrenäen. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Bernard Laville, Generalkommissar der Tour, begrüßt am Zielort Colomiers die Menge. Bis zum Eintreffen der Rennfahrer rollt jetzt ein Programm ab. In Pau, besonders am Aubisque, hatten wir Regen. Hier in Colomiers, im Toulouser Land, meint es die Sonne gut mit uns. Die Tour kommt nach Colomiers. La
Für uns hier in Colomiers, sagt der Beigeordnete des Bürgermeisters, ist es wichtig, dass die Tour zu uns kommt und damit die Eurovision. Das macht unsere Stadt bekannt. Wir haben uns das auch was kosten lassen. Wir bezahlen pro Reklamewagen 1500 Francs an die Tourleitung. Das ist es uns wert. Wer kann gewinnen? Don Guillaume. Nein, noch ein Sturz und noch ein Sturz und noch ein Sturz. Oh la la, ist das gefährlich.14. Juli, Nationalfeiertag. Die Tour hat ihr Ziel auf dem Mont Ventoux. Am nächsten Morgen startet die Tour in Carpentras. Die Tour ist eine kleine Stadt auf Achse, sagt Félix Léviton. Und wie teuer kommt das alles? Unser Budget beläuft sich auf 5 Millionen Francs, etwa 3 Millionen 200.000 Mark. Wie kriegt man eine solche Summe zusammen? So nach und nach. Die Städte, in denen wir Station machen, zahlen eine Subvention. Dazu kommerzielle Einnahmen, zum Beispiel Startgebühren. Also wir mussten rund 50.000 Mark Startgeld bezahlen. Ich habe mit Herrn Léviton verhandelt, aber er hat sich nicht erweichen lassen. Wenn Robert Karls Equipe mal so berühmt ist wie die von Molteni, dann kann er kassieren. Ungefähr 1000 Dosen Stella Artois alle Tage für die Journalisten, Kameramann, Radio, Offizielle. Der Herr über Hektoliter Bier chauffiert Mitglieder der Tourjury und hofft, dass sich einmal bezahlt macht, was er jetzt zahlt. Das ist viel Geld. Das kostet wirklich viel Geld. Wie kann ich sagen, ungefähr Nummer 3 plus noch enkele Zero. Ich
place alors que Jean-Michel a peut-être obtenir des impressions de Cyril Pimard. Hein, vous, 18. Juli, 18. Tag. Auf der Mont Revard bei Aix. Wieder entscheidet das Zielfoto für Guimard vor Merckx. Okanja hat längst aufgegeben. Merckx al Tour de France. Ormai non gli manca che. Come dite l'anno? Come dite l'anno? L'anno prima. Das Volk hat gesprochen. Guimard ist der neue Held in der nun 60-jährigen Geschichte der Tour. Und er ist Franzose. Juli, 20. Tag. 40.000 Menschen warten seit Stunden auf dem Ballon d'Alsace. Die Ehrenjungfrauen stehen bereit. Je drei zeremonielle Wangenküsse erwarten den Etappensieger. Warum drei? Hat weiter nichts zu bedeuten. Wer wird Sieger? Eddy Merckx. Cyril Guimard. Merckx, er gewinnt immer. Der Kampf des neuen Stars Cyril Guimard gegen den übermächtigen Merckx beherrscht die Meldungen, Kommentare, Stories von 300 Journalisten, Reportern, Fotografen im Tross der Tour. Hallo. Hallo. Ich soll fragen an die Menschen von der ORTF, dass sie das, vielleicht die Kamera, die da gekommen ist, sein, dass das nicht mehr gebeurt. Por jugar su champ, el director griense abandonó a Mariano Martínez. Victor Dica, ça vient de venir sur la première, hein? Oui. Io lo preferisco quarto, piuttosto che terzo, secondo, come Pupupu. 21. Juli, 21. Tag. Start in Vesoul. Guimard, der Träger des grünen Trikots, am Ende seiner Kraft. Seit Tagen wird er vom Arzt betreut. Eddy Merckx, kann sich jetzt noch etwas am sicheren Sieg ändern? Natürlich. Kann sich immer etwas geben. Toujours se passe quelque chose. La Tour est finie à Paris, pas avant. Die Tour ist in Paris zu Ende, nicht vorher. So, die letzten drei Tage in Ordnung. Zehn Minuten später in den Nachrichten des französischen Rundfunks. Das Ende eines schönen Traums. Cyril Guimard ist nicht mehr in der Tour. 11 Kilometer nach dem Start hielt Guimard plötzlich an. Er gab sein Rad weg und ließ sich in den Krankenwagen bringen. Der Träger des grünen Trikots gab unter dramatischen Umständen auf. Guimard, sagt der Arzt Dr. Misery, hatte sich einer Erkrankung beider Kniegelenke zugezogen. Guimard im Krankenwagen, melden die Nachrichten. Dann hohe Verluste der Amerikaner in Vietnam. Jacques Gourdet, Guimard ist noch jung. Er bleibt eine große Hoffnung für den französischen Radsport. Merckx hat Schwierigkeiten mit seinem Sattel. Ziel in Auxerre. Die Großen sind angeschlagen. Le commandant Marie a décidé de faire de Guimard son capitaine de route. Quel sera votre rôle à vous, Raymond? Ein Außenseiter wird Etappensieger. Sieger für eine rasche Zeremonie.
Start zur letzten großen Etappe über 230 Kilometer. Als Ehrengast des Tages Eddy Constantin. Mein Favorit ist Eddy Merckx, weil er Eddy heißt wie ich. Bis jetzt habe ich die Tour nur am Fernsehen gesehen. Ich bin zum ersten Mal dabei. Naja, ich wohne ganz in der Nähe. Nach fast 4000 Kilometern sagt Karl-Heinz Kunde, ich fühle mich jetzt pudelwohl, jetzt fängt es praktisch an zu laufen. ...132 Fahrer waren in Angers gestartet. 88 werden noch am Ziel in Paris ankommen. 1500 bis 2000 Personen gehören zu dieser durch Frankreich donnernden Kolonne. Die Zuschauer gehen in die Millionen. Längst haben Rundfunk und Fernsehen die Tour zu einem europäischen Spektakel gemacht. Längst ist es eine ganzjährige Generalstabsarbeit, die Tour zu organisieren. Sich zu sagen, dass man das alles organisiert, das ist meine Faszination, sagt Félix Leviton. Schön. Es sind nicht die Olympischen Spiele, es ist nicht die Fußball-Weltmeisterschaft, aber es ist das größte Sportereignis der Welt, das ständig auf Achse ist. Wenige Minuten noch und dann wird das große Spektakel, das über drei Wochen lang eine ganze Nation in seinen Bann zog, zu Ende gehen. Die Reporter setzen zu ihren Resümees an. Nach 23 Tagen, nach 4000 Kilometer Fahrt über die Straßen Frankreichs, ist das Ziel Paris erreicht. Ich glaube wirklich, die Tour de France ist ein großes, modernes Epos. Alles steht auf den Schülern. Ein Mann alleine, Willy Thierling aus Belgien. Eddy Merckx gewinnt zum vierten Mal die Tour de France. 100.000 Francs hat er für sich und seine Mannschaft eingefahren. Merckx erhält endgültig das gelbe Trikot, 20.000 Francs. Er hat das weiße Trikot gewonnen, 10.000 Francs. Und weil Guimard zwei Tage vor dem Ziel aufgeben musste, gewinnt Merckx auch das grüne Trikot, 12.000 Francs. Eddy Merckx maintenant tend son maillot à Cyril Guimard et lui donne le maillot vert. Der Radsport ist hart, sagt der französische Kommentator. Die Schlagzeile des Tages, König Eddy. Günter Isenbügel kommentiert für die ARD. Was für ein Mann, dieser Eddy Merckx. Eine Maschine, ein Roboter, nein, ein Mensch wie Sie und ich. Brüssel empfängt seinen großen Sohn. Flamen und Wallonen sind einig in der Begeisterung für Eddy Merckx. Ein alter Radsportler sagt stellvertretend für sie alle: Merckx ist ein Phänomen. Niemals hat das im Leben gesehen, so ein Mann wie Merckx. Noch am gleichen Abend trat Merckx bei einem Straßenrennen an, gegen gutes Honorar. Denn das ganz große Geschäft beginnt für den Sieger immer erst nach der Tour.